herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute zeige ich euch diese kleine süße Tasche. Die könnt ihr benutzen als Adventskalendertürchen, einfach nur als Tasche, um irgendwas kleines Süßes zu verpacken. Und das aus einem DIN A4 Umschlag, aus einem DIN A4 Blatt mit möglichst wenig Verschwendung. Es geht auch in DIN A3. Muss man halt einfach nur umrechnen, die Größen. Ihr seht, hier, ihr habt echt ein bisschen Platz. Also die geht so auf, man kann ganz viel reinpacken, man kann sie auch ganz flach zusammenlegen. Ja, und wenn sie halt ein bisschen weiter offen ist, muss man den Flap hier einfach rüberziehen. Also ein bisschen wölben. Zugemacht wird sie hier mit dem Brett, einem kleinen selbstgemachten Knöpfchen. So, und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Und los geht's mit der Bastelaktion. Wir wollen eine Hochkanttasche machen, also ich mache das Ganze heute einfach mit DIN A4 Papier und wir wollen möglichst viel davon weiter benutzen. Also im Endeffekt, ich zeige euch mal ein Prototyp. Im Endeffekt sieht das Ganze dann so aus und es ist, wenn man es aufklappt, aus einem ganzen DIN A4 Papier gefertigt. So, ich überprüfe einmal kurz den Zoom. Meine Kamera vorhin ein bisschen gezickt hat. Nein, sie möchte jetzt mitspielen. Das ist ein Traum. So, was brauchen wir? Wir brauchen DIN A4 Papier, habe ich ja gerade schon gesagt. Und wir haben Spicker dahinlegen. Die Maße bekommt ihr auch noch. Entweder packe ich das in PDF und schreibe euch was in die Kommentare oder ihr findet die Maße direkt in den Kommentaren. Muss ich schon mal nochmal überlegen. So, DIN A4 Papier. Wir wissen, aus Tälern werden Berge. Das heißt, die Falzen, die wir brauchen, machen wir hier auf der Sonnenseite. Die andere Seite ist nämlich weiß. Die wird nämlich die Innenseite. Genau. Dementsprechend nehme ich mal meinen ganzen Klumpatsch, den ich mir schon zurechtgelegt habe, um euch diese schönen Taschen zu zeigen. Gehe ich mal zur Seite, hole mein Falzbrett und messe einfach mal los. Also ich möchte rechts und links jeweils 6,5 cm über haben. Das geht recht leicht. 6,5 anlegen. Zack. Oben richtig schön gegenschieben. Einmal falzen. Also im Designpapier muss man ein bisschen vorsichtig sein und sich das erstmal anschauen. Wenn man zu krass falzt, dann brechen manchmal die Fasern. Dann hat man einfach einen Bruch da drin. Das kann man beheben mit Kleber oder auch Tape. Man kann aber auch gleich vorsichtig sein, dann passiert einem das nicht. So, wir haben erstmal zwei Falzen, die sieht man noch nicht so ganz gut, aber hier 6,5, da 6,5. Weiß ich, wer meine schmutzigen Hände wundert, ich habe gestern so viel mit Stempelfarbe rumgehext, ich kriege es gerade nicht mehr raus. So, wir machen es uns leicht, wir müssen jetzt 2x12 von unten, wir haben jetzt mal das hier als unten definiert, 2x12 von unten nehmen. 1x12. Da ich faul bin, klappe ich jetzt meinen Ausleger hier aus. Ja. Ja. Zeug weg da, ich brauche später. Und schiebe einfach bis 24 durch. Und auch da, ihr müsst an der Stelle nicht ganz so genau sein, außer dass das die Mitte, weil ihr ungenau seid, möglichst der größere Part ist. So, falls bleibt, ich brauche mal gerade nicht mehr. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir haben jetzt Strich, 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 Strich und brauchen jetzt die Ecke nicht. Dementsprechend schneide ich die raus. Ich glaube, ich muss mein Licht ein bisschen heller machen. Ja, jetzt sehe ich meine eigenen Falz noch. Es ist leichter mit einem dunkleren Papier am frühen Morgen hier. So, ihr könnt das natürlich jetzt auch irgendwie mit einem Cutter rausschneiden, mit einem Skalpell, mit was auch immer. Mir völlig wurscht. Hauptsache die Ecken verschwinden. Und mit diesem Papierchen kann man dann auch irgendwas Tolles anstellen. Größtenteils was, was nicht mit dieser Tasche zu tun hat. Es sei denn, ihr wollt davon noch Deko machen oder irgendwas. Überhaupt kein Ding. So. Ja,
Ja, ich weiß, man kann dafür für solche Schnitte auch wunderbar eine größere Schere. Komm, ich zeige euch, ich habe auch eine größere Schere. Ich kann das auch in groß. Und man hat ja immer so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also ich jedenfalls, ich als Mann, nein, ich habe immer so meine Lieblingsschere, die auch schon etwas ramponiert ist und schon schön nachgeschliffen wurde von meinem Mann. Habe ich meine kleine Fiskars, die diese schöne Feder hat. Ja, ich weiß, der Sicherungsmechanismus ist ab und so weiter. Die habe ich schon lange. Die habe ich auch sehr lieb und die benutze ich auch ständig. Deswegen sieht sie auch so aus. Es ist nicht so, dass ich nicht noch 20 andere Scheren hätte. Aber die eine, ne? Die eine. So, erstmal Zeug zur Seite, lange Schere auch zur Seite. Wir haben dieses Konstrukt. So, aus Tälern, Bergen, Berge, also müssen die Berge innen sein. Ich klappe mir das jetzt hier einmal rein. Einfach aus Spaß, weil ich es kann. Und auch wenn jetzt rechts und links hier nicht perfekt gleich ist, nicht so schlimm. Auf diesen mittleren Part kommt es an. Das ist hier der Dreh- und Angelpunkt. So, bin ich noch im Fokus? Ja, ich bin noch im Fokus. Ein Traum. Damit es ein bisschen hübscher wird. Damit es ein bisschen hübscher wird, mache ich jetzt Folgendes. Ja, weil wir wollen ja nicht nur blöd eine Tasche machen, die funktioniert, sondern wir wollen eine schöne Tasche machen, die funktioniert. Wir haben jetzt oben abgerundete Ecken. Ihr seht, das hier wird der Flap. Das hier kommt rein. Ja, ist jetzt irgendwie blöd, ne? Wenn das jetzt hier so reinkommt, die Tasche so tief, weiß ich nicht. Also, was machen wir? Wir nehmen uns eine Schablone, einen Teller oder was auch immer du zur Hand hast und organisieren uns einen Stift. Mal gut, dass hier alles in Reichweite ist. Organisieren uns einen Stift, legen an. Bin ich im Bild? Ich bin im Bild. Er ja, ist jetzt nicht ganz so schick zu sehen. Ne? Machen wir es mal so, weil hell auf hell ist irgendwie Banane. So, ich mache das jetzt so, dass ich. Was nehme ich denn? Ja, den nehme ich. Ich lege jetzt mal hier. Ihr seht das? Hier lege ich die 2 cm an. Das ist auch ein schönes Tool. Versucht das ein bisschen zu vermitteln. Das ist jetzt hier Augenmaß, Leute, ne? Also ich brauche nur einen Halbkreis, der möglichst augenmaßtechnisch brauchbar. Sieht das so ganz gut aus? Rechts, links, oben, unten. Jo. Das lässt man so durchgehen. Und zack, auf die frische Unterlage gemalt. Ich möchte einfach nur. Ist mir das überhaupt genug? Wartet mal. Nein, das ist mir nicht genug. Ich nehme hier 3 cm. War doch letztes Mal schöner, habe ich mir doch gedacht. So. Ich nehme die, also ich messe jetzt immer hier diese den dritten Strich, ne? 1, 2, 3. Also mit dem gemessen. Es ist noch früh. Es sind nicht zwingend 3 cm. Es sind 3 Quadratsche. So, mal ein bisschen mehr davon von der Tasche. Eine fliegende Stiftkappe. Ach ja, guten Morgen. Es ist noch früh. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Bei uns ist es noch früh. So, jetzt schneide ich außerhalb des schwarzen Randes, weil die will ich ja natürlich nicht sehen. Der möchte gerne draußen bleiben, der schwarze Rand. Und auch hier, natürlich könnt ihr hier einen Zirkelcutter nehmen, den ich auch habe. Den ich euch jetzt einfach erspare, weil so ein Tool hat nicht jeder. Und ich muss auch zugeben, ich benutze ihn sehr selten. Ich habe ihn als echt eine Arbeitserleichterung, aber er wird selten benutzt. So, nun haben wir. Zack, 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 zack. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Was machen wir mit den Seiten? Die Seiten. Dafür empfiehlt es sich, ein Lineal zu haben. Ob es jetzt ein Geodreieck ist, ich lege mir das mal quer, oder nicht, ist wurscht, Piep. Es braucht einfach ein Lineal sein, was du hier an die Ecke dran legst und hier oben an die Ecke. Und dann einmal flopp rüber. Ich habe hier relativ festes Papier genommen. Ich meine, das müssten sogar 150 oder 180 Gramm sein. Das ist fast schon ein bisschen stark. Ich werde euch die zweite Tasche zeigen mit einem. Mit einem weicheren oder dünneren Papier. Da habe ich 120er genommen. Das geht wesentlich leichter.
Aber ich wollte euch jetzt das hier mal in farbig zeigen und brauche einfach gerade eine Tasche in dieser Farbe. Also habe ich sie genommen. So, auch wenn die hier jetzt nicht 100% gleich sind, ist nicht so schlimm. Jetzt habt ihr, das sieht aus wie so ein Engelchen, ne? Alles noch ein Bild, alles noch ein Bild, ein Traum. Jetzt nehmt ihr die Seite, ich lege mir das immer quer, ich bin Rechtshänder, deswegen machen wir das so. Nehmt ihr die Seite, knickt das hier so ein bisschen ein, dass ihr diese Ecke auf diese Ecke bekommt. Na, da muss man, wenn man so ein festes Papier hat wie ich, ein bisschen Vorarbeit leisten, ein bisschen kneten, damit man die Seiten, also ich will nicht nur die Ecke drauf, nein, ich will die Seite auf die Seite legen. Ihr seht es hier. Seite auf die Seite, schwurbeliwupp. Zack, zack. Und auch hier, das Ganze kommt auseinander. Diese Knickkante will ich auf die senkrechte hier machen. Oder jetzt gerade waagerechte, wie ich mein Blatt halte. Ihr seht, es ist drauf. Schwupp. So. Jetzt sieht das schon ein bisschen mehr aus nach unserer Tasche, die wir haben wollen. Aber wir müssen ein bisschen korrigieren. Das ist reingekommen. So ist besser. Jetzt haben wir hier oben, wenn man sich das jetzt so von der Seite anguckt, steht das hier weiter raus als das. Ich lege mir das immer um, schneide eigentlich diese Kante hier ab. So, Fokus funktioniert auch. Ihr seht, diese Kante schneide ich eigentlich ab. Ich schneide ein bisschen darunter, das heißt, ich schneide auch noch was von dem Geknickten ab, damit das mit dem Flap besser klappt, weil wenn er so ganz auf eine knappe Kante ist, dann ist das manchmal schwierig. So, nicht in, in den Deckel schneiden. Hallo? Seht ihr, rechts sich wieder, dass ich so dickes Papier genommen habe. Zack. So. Das heißt, ich habe jetzt hier oben, komme ich so ein bisschen rein. Das ist gut zum Knicken. Vielleicht nehme ich auch noch so ein bisschen. Na, nee. So. Und da ich Rechtshänder bin, klar, wenn jemand jetzt beidhändig total fit ist, dann dreht sich das Ding in die andere Hand und gut. Ich Rechtshänder bin, klappe ich mir das hier runter und schneide einfach hier unten ein Stück ab. Auch hier wieder kein Messen. Macht es einfach, Leute, macht es einfach. Zack, zack. So. Na, hier stört mich noch eine Ecke. Ihr seht, dass es hier so ein bisschen ausbeult. Das heißt, diese Ecke hier stört gerade und die kürze ich mir ein bisschen ein. Viel besser, viel besser. So, das sieht schon aus wie die Tasche, die wir haben. Kann sie jetzt zuklappen. Den Kram hier mal zur Seite wischen. So, jetzt müssen wir die ja irgendwie zukriegen, ne? Wie macht man das? Und jetzt ist die Reihenfolge wichtig, damit es so richtig schön wird. Und zwar, wenn ihr hier so einen kleinen Pin durchstecken wollt, macht das, bevor ihr das zusammenklebt. Machen wir uns mal so einen kleinen Pin. Kleiner Exkurs. Wir haben einen Kreisstanzer, noch einen Kreisstanzer und einen Pin. Dazu kommt natürlich gleich noch ein Tool. So, schön ist, wenn man verschiedene Papierfarben jetzt nimmt. Ich nehme jetzt mal was, was hier ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich nehme jetzt mal ein Stück Craft Paper mit dem großen. Will ich überhaupt den ganz großen haben? Will ich eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich den mittleren haben. Moment, Leute. Ich suche nämlich den mittleren. Der große ist mir für die Zwecke viel zu groß. Also nehmen wir den mittleren Pen. Mittleren Kreis. Schwupp. Fertig. Kreis weg. Und jetzt nehme ich hier von meinen Resten so einen kleinen grünen Punkt. Schwupps. Rest weg. Dings weg. Jetzt habe ich mir hier so schön alles hingepackt, dass ich euch das gleich alles zeigen kann. Und was ist? Ich habe meinen Kleber eingebaut. Was ganz sinnvoll ist an der Stelle, ist einen kleinen Tropfen Kleber dazu zu machen, dass einem das jetzt gleich nicht verrutscht.
Schwuppdiwupp, einmal Pinsel aus dem Glas gefischt und weiter geht's. Auch hier, wer gerne messen möchte, misst sich hier aus und macht genau die Mitte. Ich nicht. So. Mein Pinsel lege ich hier nochmal hin, weil ich den nämlich gleich wieder brauche. Jetzt wäre es sinnvoll, hier mal ein Loch reinzustechen. Das tue ich mal, möglichst mittig. Ne, Augenmaß lässt grüßen. Und ich habe das jetzt auf meiner Schneidunterlage hier gemacht, die unter diesem schönen Papier ist, was ich extra für euch neu aufgezogen habe. So. Jetzt habe ich hier ein Loch mittendrin. Was man jetzt natürlich noch machen kann, ist, man kann den ganzen Spaß distressen. Machen wir mal. Ich nehme mal, muss es was Krasses sein, ich nehme mal Forest Moss. Forest Moss möchte ich gerne mitspielen. Und bekommt einen neuen Tintenwischer. Weiß ich nicht, bekommst du einen neuen Tintenwischer? War vielleicht gar nicht ganz dämlich, ne? Ich bin gerade noch so ein bisschen unentschlossen. Tja. Ich hab einen grünen. Den werde ich jetzt einmal hier abstreifen, dass das nicht so zwischen Forest Moss und Quietschegrün wird. Genau, ihr seht mein Forest Moss. Ja, das sieht gut aus. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich distresse mal meinen kleinen Knopf hier, den ich gerade gemacht habe. Wenn wir schon am Distressen sind, dann distressen wir auch gleich die ganze Angelegenheit. Also ihr seht, ich habe jetzt hier so einen kleinen Pinrad durchgepackt. Und sinnvoll ist jetzt, hier einmal, bevor man weitermacht, einmal rumzugehen. Das ist ja dann hinterher wurschtpiep egal, ob man es noch dekoriert oder nicht, ob man die Tasche so lässt oder nicht. Man sollte gucken, dass man, bevor man alles zusammenbaut, das so distressed hat, dass man es mag. Na, von allen Seiten einmal rumdistressen. Ich glaube, dass das hier, was ich gerade tue, also jetzt nicht dieses eine Ding, sondern diese mehreren Dinge, eine kleine Videoserie werden von 2, 3, vielleicht 4 Videos zum Thema ja, Taschen. So. Also ich mache jetzt einfach eine kleine Taschenvideoserie. Taschentütchen irgendwie so. Da gibt es garantiert auch schon ganz viel, was es einfach bei YouTube schon vorhanden gibt. Guckt euch die Sachen mal an, da gibt es viele coole Künstler, die das schon richtig drauf haben. Und ich bin da nicht die Einzige, ne? Sowieso. Habe ich nie den Anspruch gehabt. Und auch ich gucke mir viele Sachen ab. Ne, das gibt es zum Beispiel von der Jessie, die macht immer tolle Videos und auch ganz tolle Anleitungen. Und bestimmt auch noch von vielen anderen, die sich an Taschen und Co. versucht haben. So. Ja, ich habe oben doch glatt was vergessen. Gibt es doch gar nicht. Jetzt haben wir eine distressed kleine Tasche. Das Schöne daran ist später, man kann sie dann aufklappen und weiter aufziehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel, man könnte auf die wahnwitzige Idee kommen, aus sowas ein Adventskalender-Türchen zu machen. Könnte man ja durchaus tun. Dann kann man da nämlich ein bisschen größere Sachen noch reinpacken. So, ich mache jetzt mein Loch da rein für den kleinen Pin. Und es hat sich bewährt, 4 cm vom Rand unten zu gehen, damit das halt vernünftig zugeht. Also jedenfalls so, wie ich das mache, hat sich das für mich bewährt. So, und das ist ein Punkt, wo ich tatsächlich mal messe. Wenn man hier nicht die Mitte trifft, dann sieht das echt komisch aus. So, es ist immer sehr empfehlenswert, sich dabei nicht in die Hand zu stechen. Ich weiß, das Universum sagt nicht, ist ein sehr schwaches Wort. So. Jetzt einmal den Pin hier durch und festgemacht. Jetzt haben wir das schon mal. Der ist ein bisschen asymmetrisch, ich finde das ganz schick. Zack. Zack, fertig. Nein, natürlich noch nicht fertig. Ganz klar. Piekse den wieder weg. Jetzt kommt ein Trick, den ich
mir beim Taschenbauen mal angeeignet habe, ist erstmal eine Spitze festmachen, Hicks. Und ein bisschen festdrücken, dass die beiden hier erstmal sich lieb haben. Dann wird der ganze Rest nämlich leichter. Dabei kann ich mal einen Schluck Tee trinken. Und lebe der Kräutertee am Morgen. So. Die haben sie jetzt schon mal lieb. Jetzt nehme ich ein bisschen mehr Kleber. Und ja, ihr könntet hier ein bisschen Kleber nehmen. Vielleicht geht auch ein Klebestift, aber ich traue den Dingern immer nicht über den Weg. Ich mag das immer ganz gerne, wenn das flächig ist. Das heißt, wenn man was reinsteckt in diese Tasche, dass es dann nicht hier dahinter schiebbar ist. Also dass es quasi wirklich in der Tasche landet und nicht im Zwischenraum. Deswegen mag ich das, wenn das komplett geklebt ist. So. Das eignet sich auch zum Beispiel, wenn man das, diese Art der Tasche nimmt und damit was Größeres macht, also eine größere Tasche, zum Beispiel, was weiß ich, man hat A3-Papier, macht das aus einer A3, aus einem A3-Papier, dann könnte man da sogar bestimmt eine Tafel Schokolade oder irgendwas drin unterbringen. Habe ich jetzt noch gar nicht probiert, aber ich kriege gerade Ideen für Weihnachten. Weil es gibt ja einfach auch besondere Schokoladen, die ein bisschen schick aussehen und die ganz mega toll schmecken und so weiter und so fort. Und wenn man der eine schöne Verpackung verpasst, warum nicht? Das bringt mich auf Ideen, hier eine große Tasche mal zu machen. So. Ich gucke immer, dass die Seiten hier wirklich aufeinander liegen. Nicht irgendwie überstehen. Das will ich jetzt gerade versuchen. Kleber kann man auch noch so ein bisschen rutschen zu Anfang. Schöne bei dieser Tasche ist, man kann auch wirklich reinfassen. So. Ja, hier sieht das ganz gut aus. Na, wir haben ein bisschen geschlampt hier. Frau Loves Paper. Gut, das ist aber grundsätzlich nicht weiter schlimm. Das ist nichts, was man nicht mit ein bisschen Distress beheben könnte. Ne? Geht man einfach nochmal drüber, macht das Ganze ein bisschen grüner, als es vorher war. So, und ich zeige euch jetzt wirklich eine schnelle Variante, so eine Tasche zu machen. Was ich jetzt immer noch mache, hier ist manchmal ein bisschen unsauber geknickt, unsauber geklebt. Das heißt, ich schnibbel hier zum Beispiel, ihr seht es von der Seite, steht ein bisschen über. Ich schnibbel hier den Punkt ab. Und ich schnippel auch das, was hier so reinsteht, raus. Natürlich könnte man jetzt hier eine kleine Schere nehmen, die ich auch habe. Die ich aber so gut wie nie benutze, weil ich immer diese Schere benutze. Schwupp. So. Und auch hier ist ein ganz bisschen auf der Seite. Und ihr seht, wie schnell ich das hier vor mich hin werke, ne? Das heißt, wenn ihr mal fix ein Geschenk braucht oder eine Geschenkverpackung oder irgendwas, feel free. So. Hier noch so ein bisschen nachdistressed. Fast fertig. Jetzt kommt noch. Der Pinsel darf einmal wieder verschwinden. Kleber darf zugemacht werden. Das ist nämlich fast alles, sonst ist er nämlich gleich trocken. Jetzt möchte ich gerne noch ein Loch da reinmachen. Oh, oh mein Gott, ein Loch. Ja, und zwar, wo habe ich denn? Da habe ich das. Also brauche ich hier in der Mitte. Und auch hier peile ich mir irgendwie die Mitte an, dass das ein vernünftiges Loch werden kann. Also am besten hier mal 4,50 vom oberen Rand. Zack. Rechts, links. Fast noch ein Stück. So, jetzt. Da haben wir oben die Mitte. In dem Flap. Nehmen uns ein Tool der Wahl. Da müssen wir mal gucken, weil die Crocodile, die hat ein anderes Maß als die meisten Ösen, die man irgendwie kauft, dementsprechend, also diese Achter ist ein bisschen
Deswegen habe ich hier meine super Zange. Das ist wirklich ein Traum. So, Loch rein. Jetzt brauchen wir eine Öse. Nehme ich auch so ein Vintage oder Antique Bronze, wie ich das auch hier bei dem kleinen, also hier, ihr seht es, farblich passen. Klar. Schmeiß das da rein, nehme meine Crocodile und diese Ösen sind ein bisschen fester als andere. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen mehr Gewalt anwenden, dass sie wirklich zu ist. So. Jetzt sind wir schon mal so weit. Ich glaube, das Grau passt dazu ganz gut. So, und jetzt muss man einfach gucken, wie lange will man den Faden unten abstehen haben. Ich schneide mir hier mal den kleinen Fussel ab. Schwupp. Schwupp. Wie viel Faden will man unten noch raushängen haben? Das ist individueller Style. Leute, lasst euch da nicht beirren und von mir nicht belehren. Also ein Faden mit zwei Knoten an den Enden. In der gewünschten Länge, die ihr euch selbst aussucht. So. Kann man das hier so rumwickeln und hat, habe ich echt ein bisschen lang gemacht, ne? Und hat sein Täschchen fertig mit einem etwas zu langen Band, finde ich. Mir ist das zu lang gewesen. Schwupp. Die dürfen auch unterschiedlich lang sein, auch nicht schlimm. Das ist ja der individuelle Style von jedem Einzelnen. Meiner ist jetzt halt so. So, fertig ist der Lack. Kleine Tasche fertig und so kann man wunderbar hier ja, Sachen reinstecken. Zum Beispiel eine Happy Mail mit Aufklebern oder mit ja, Die Cuts zum Beispiel. Hier hätten wir eine kleine süße Tasche oder halt ein Adventskalendertürchen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist das erste in der Reihe. Ich werde noch mindestens eins, eher zwei oder drei hinterher schieben mit anderen Taschen oder Umschlägen. Na, Umschläge hatte ich schon mal. Eher so taschenähnliches Gedöns. Ja, ich sag mal, danke fürs Zuschauen und bis demnächst in diesem Kino.